Hallihallo, ich begrüße euch von der Isle of Wight zum zweiten Video heute. Wir sind unterwegs jetzt mal im Fahrplanmodus und zwar um 8:15 Uhr mit unserer Class 484. Stehen hier gerade in Shanklin und fahren nach Wight. So, und hier auch übrigens mit Zugzielanzeige funktioniert. Also alles gut. Uns geht es nicht um den Fahrplan, der ist vollkommen egal heute. Also der ist mir zumindest egal. Heute geht es darum, dass wir einfach möglichst viel sehen, möglichst viel von der Strecke mitbekommen. Durch den Zug gewandert bin ich schon. Zugzielanzeigen im Zug funktionieren auch, beziehungsweise Fahrgastinformationssystem. Gucken uns hier vorne mal einfach mal ein bisschen um. Also wie gesagt, hier die Zugziele, das funktioniert. Hallihallo. Ja, die sind doch nicht interaktiv. Aber gut, ich habe ja auch keine Karte, die ich da irgendwie einscannen könnte. Ja, so, hier, ne? Was haben wir noch? Mülltonnen. Die Bahnhöfe sind, glaube ich, ganz liebevoll ausgestaltet. Zum Beispiel haben wir jetzt hier diese Schilder mit der Isle of Wight Railway. The station was opened 1864. Wahnsinn. Wahnsinn. Hier haben wir. Nee, das ist nichts Interaktives. Hier können wir nicht rein. Was ist das? Emergency. Das ist zum Glück nicht interaktiv. Das wollen wir nicht. Das ist auch schön, der Dinosaurier hier. Und hier ist der andere Dino. Den finde ich ganz toll. Also da muss ich sagen, Rift Games nicht schlecht, nicht schlecht. Gefällt mir sehr gut. Okay. Ja, haben wir jetzt genug in Shanklin umgeguckt. Ich würde selbst sagen, Leute, die sich tendenziell wie ich recht wenig für britische Eisenbahn interessieren, könnten mit dieser Strecke Spaß haben. Ey, wie war denn das Aufrüsten noch gleich? Ich habe gerade erst das Tutorial gespielt und abgefilmt. Machen wir erstmal die Türen zu. Fahrgastraumbeleuchtung an. Ist, glaube ich, an. Das sind die Türen. Zugbegleitersignal. Wie cool ist das denn? Sorry, ich wollte es nicht kaputt machen. So, was haben wir hier? Lichtkonfiguration. Hätten wir gerne auf Day. Gracias. Ja, bitte auf kalt. Nö, lass mal auf kalt. Also ist eh warm genug draußen. So, dann haben wir hier den Hauptschlüssel. Den schalten wir frei und Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Na? Gefällt mir. Gerade dieser Pfeifton. Na? Okay, Zugziel das richtig eingestellt, nämlich Right. Dann machen wir noch AWS an. Mit DSD kenne ich mich nicht aus. AWS komme ich, glaube ich, gerade noch ebenso mit zurecht. TPWS, da kenne ich mich leider zu schlecht mit aus momentan. Reduzierter Strom, Leistungsschalter, interessant, was es nicht alles gibt. Kuppeln, ankuppeln. Okay, die sind nicht interaktiv. Instrumentenbeleuchtung machen wir uns natürlich an. Notbremse brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hoffentlich und auch später nicht. Was ist das? Zugstoppüberbrückung? Nee. Safety System isolated, Störungstest. DRI, lass mal aus. Ich glaube, wir können fahren, oder? Ja. So, ab hier dürfen wir 45 fahren. Ding beschleunigt, aber auch meine Güte. So, 45. Also was mir gefällt, auch hier an der Seite, guckt euch das an, was hier so an Zeugs einfach rumsteht. Das ist einfach liebevoll gemacht. Also das ist ein
Ist das ein Pfeifsignal? Ich glaube schon. Also ich finde die Strecke, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Rivets erster Strecke, Isle of Wight, ist ein großer Unterschied. Oder auch so mit Arosa. Ganz, ganz großer Unterschied. Also positiver Unterschied, weil die Qualität hat stark zugenommen. Und was mir gefällt, das gucken wir uns aber gleich nochmal an, wenn wir über irgendwelche Weichen fahren und so. Die Lichtbögen, das Bügelfeuer, beziehungsweise hier wäre es dann das, wie nennt man das dann hier? Das Stromschienenfeuer? Oh, nee. Okay, also beschleunigen. Also beschleunigen kann das Ding wie ein Biest, aber bremsen nicht. Ja, so, kurz mit der Kamera gefangen gewesen. Aha, Unterführung ist hier abgesperrt. Hm, achso, da. Okay, interessant. Übrigens klappt witzigerweise die God-Mode-Mod nicht mit diesem Release hier. Aber das liegt auch daran, dass ich ja hier noch dieses Preview-Bild habe. Das ist halt eben nicht die Version, die da später veröffentlicht wird. Insofern kann das sein, dass das irgendwas damit zu tun hat. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich hab's vorhin bei einem anderen Add-on ausgetestet und da hat es tatsächlich problemlos funktioniert. Also weiß ich auch nicht genau, woran es liegt. Aber ich habe die God-Mode-Mod nicht aktiv wieder rausgenommen. Down in 0,6 Meilen. Ich kann einmal die FPS hier mit eingeblendet lassen. Dann ist das hier wirklich eine Pfeiftafel? Ich habe mir das Manual nicht angeguckt. Aber ein Manual wird mitgeliefert, glaube ich. Ankündigung auf 15. Ab da vorne gelten die 15, also einmal runter. Winter und im Schnee und im Regen müsste da viel häufiger dieser Effekt auftauchen. Der ist nämlich, glaube ich, auf das Wetter entsprechend angepasst. Ein sehr nerviger Ton übrigens. Der Tür öffnen und schließen Sound. Aha, dieser Teil ist gar nicht elektrifiziert, witzigerweise. Wofür ist er dann ausgelegt? Nur für, ja, dann können ja nur hier Dieselfahrzeuge fahren. Ja gut, hier wird dann vielleicht irgendein Güterwagen oder sowas hingestellt. Gucken wir beim Beschleunigen uns nochmal den Stromschuh an.
Aber ich mach das mal. Na? Sorry, will das Kamera-Gefuchtel. Machen wir mal so ungefähr. Vielleicht fahren wir jetzt gleich über Weichen. Technisch ganz gut. Was ich nur ein bisschen schade gerade fand, das hat man bei den Rädern gesehen, dass die, wenn man die Bewegungsunschärfe anhat, hier so komisch durchdrehen. Dieser Dreh-Effekt wird dann nicht mehr gescheit gezeigt. Das ist ja das, was sie bei Spirit of Steam geschafft haben, eine Lösung für zu finden, dass das halt nicht mehr so verwischt aussieht. Und anscheinend ist das hier nicht implementiert. Es kann sein, dass es bei der Release-Version drin ist. Es kann aber auch sein, dass es nicht drin ist. Ups, was war das? Signal. Der andere pfeift und welche Taste war das? V? Ne, V ist der Scheibenwischer. Oh, weiß ich nicht mehr. So, Ankündigung auf 15. Ich dachte, ich hätte AWS angemacht. Aber ich sehe auch gar nicht die AWS-Leuchte. Achso, das ist die, ne? Ja. Oder ist. Rede ich hier gerade von. Davon? Nee. Moment, wenn ich Steuerung Enter drücke. Nee, Moment, das war jetzt. Moment. Jetzt kann es sein, dass ich mich selbst gerade durch die. Oh, hört ihr das die ganze Zeit? Dieses strommäßige. Ja, wie nennt man das? So Stromkräuseln. Das hört man immer wieder hier. Das ist aber AWS halt immer noch nicht an. Unterbrochen. Unterbrochen. Angeschlossen. Keine Ahnung, was du bist. DBCOS. Es hat irgendwas hier da eine Veränderung gebracht, aber dann lasse ich es mal an. Trace. DRA. Angeschlossen. Nö. TP-FIS.
Weiß es nicht. Jetzt sieht man es, glaube ich, wieder. Na? Na? Diesmal nicht. Das passiert ja auch nicht jedes Mal, ne? Na doch, da. So ein kleiner Wanderweg. Hier dürfen wir gleich 40 fahren. Nämlich jetzt. Und in 3 Meilen halten wir dann in Right St. John's Road. Das ist die Pfeiftafel. Weil da ein Bahnübergang ist. Ja. Ganze 60 FPS, nicht schlecht. Also gut optimiert, definitiv. Da hat man schon wieder gehört, den Strom. Also ich kann es, wie gesagt, nicht einschätzen, wie gut der Sound ist, beziehungsweise wie realistisch er ist. Ich kann nur sagen, dass er mir gefällt und ich finde, dass er realistisch sein könnte. So, also er klingt jetzt nicht irgendwie extrem künstlich oder so, sondern es kann gut sein, dass es schon echt gut hinkommt. Es gab ja diese Dev-Blog-Videos von Rivet Games, wo die auch gezeigt haben, wie sie die Sounds aufgenommen haben und so. Also das sind schon wirklich neu aufgenommene Sounds vom echten Zug. Insofern kann schon sein, dass das wirklich einfach echt spot on ist diesmal. Sounds waren ja nie eigentlich so die Stärke von Rivet Games, aber das hat sich, glaube ich, mittlerweile geändert. Hier so ein bisschen hier. Die umgekippten Bäume und so, sowas ist einfach schön, so nebenbei so ein kleines bisschen Abwechslung. Hier die Strommasten sind halt einfach solche Details, die tatsächlich den Unterschied machen, meiner Meinung nach. Denn was bringt es mir, den besten Zug überhaupt zu fahren auf einer Strecke, die ja, im Grunde genommen durch die Wüste führt? Ich hätte noch Lust auf diese Gewitter. Es gibt ein Szenario, das irgendwie so total im Sturm gesettet ist, mit Blitzen und so. Also ich glaube, dass da Blitze mit dabei sind. Ich glaube, das könnten wir uns auch noch entweder heute oder morgen oder als nächstes Video, wie auch immer, auch noch angucken. So, Ankündigung auf 30. Signal ist grün. Kurz, wir müssen hier anhalten, aber das müssen wir nicht. Vorsicht, enger Bahnsteig. Da
Das ist übrigens auch hier die Dampflokstrecke, ne? Die verläuft dann hier. Oh, wir haben hinten. Eieiei, das ist aber ein Fauxpas. Wie kriegen wir denn hinten das Licht aus? Gar nicht. Ich glaube, wir müssen zum anderen Führerstand rüberlaufen, kann das sein? Ankündigung auf 20. Da ist der Bahnübergang. Können wir es auch mal von außen anhören? Hier beim Bahnübergang ist die Stromschiene natürlich ausgesperrt. Beziehungsweise wurde halt natürlich weggelassen. Alles andere wäre lebensgefährlich. Können wir ein Fenster eigentlich aufmachen? Nö. Aber das geht dann vielleicht auch gar nicht in der echten. Im echten Zug. Das ist ja grausam. Bahnübergang oder so ähnlich. Hier wird es nochmal mehrgleisig, hier das Depot. Unser Zug. Ja, perfekt. Grausamer Sound. Fliegen wir mal ein bisschen hier durch die Gegend. Natürlich können wir das auch zu Fuß erkunden, aber ich mache das jetzt mal hier mit der Kamera. Hier das Depot. Hier kann man sogar. Uah. Jetzt wurde ich rausgeschmissen. Okay. Hier sind ein paar Züge abgestellt. Das ist gut. Und wir können auch. Und na, ist das hier das Stellwerk, in das wir rein können? Nee, das ist das, glaube ich, nicht. Es gibt ein anderes Stellwerk, in das man auf jeden Fall rein kann. Ich weiß jetzt nicht, welches das ist, ehrlicherweise. Es kann sein, dass wir schon dran vorbeigefahren sind. Ach so, ich wollte ja hinten die Lichter ausmachen. Dann können wir uns nochmal den Zug von innen angucken. Oh, die Fahrgastraumbeleuchtung ist aus. So. Tür zu, damit hier niemand mit unserem Zug wegfährt. Und das ist auch ein cooler Mechanismus, dass man hier erstmal den Knopf drücken muss, um die. Nein, nicht das Fenster aufzumachen. Um die Tür aufzumachen. So. Hm. Die Fenster. Oh. Ah, wie cool. Die Fenster lassen sich ja aufmachen. Du bitte auf Schluss. Dankeschön. Dann laufen wir mal außen wieder zurück und gucken uns dabei noch ein bisschen hier um. Hier noch eine Kapitänsmütze. Ein Yachthut. Würde ich sagen, steigen wir wieder ein. Aber Tür zu. Und 20 dürfen wir fahren. Hier das Busdepot.
Und dann halt den Right Esplanade in eine meiner. Ich muss sagen, ohne dass ich Spirit of Steam schlecht reden möchte, aber die Strecke hat es mir mehr angetan als Spirit of Steam. Jetzt mit der richtigen Lichtkonfiguration. Ah, im Tunnel können wir leider nicht die Außenkamera anwählen. Das ist gesperrt. Schade. Eigentlich auch die Lichter ein bisschen heller machen. Day Markers. Oh, noch schlimmer. Tag. Na, immerhin. Ich dachte ganz kurz, dass dieses rote Signal hier für uns ist, aber das ist es nicht. Ich habe einen Dinosaurier gesehen, lässt mich durch. Also. Warning, do not trespass on the railway penalty 1000 pounds. Meine Güte. Vollkommen zu Recht. Hinzu und dann geht's nur noch einmal zum Steg hinauf. Auch echt eine ganz besondere Kunst der Eisenbahn, oder? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das sonst noch irgendwo auf der Welt so in dieser Form gibt. Dass auf einem Bootssteg ein Zug fährt. Fotoshooting. Übrigens, die Wassertexturen sind überarbeitet und gefallen mir sehr gut. Und ups. Ah, können wir auch rein. Auch schön die Spiegelung des Zugs. Sieht man so ein bisschen im Wasser. Herrlich. Es ist einfach schön. Es ist einfach extremst entspannend, hier lang zu fahren. Sind wir am Pier. Und sollten idealerweise anhalten, bevor wir auf den Prellbock auffahren. Hier sehen wir auch hier die Züge on time. Ja gut, on time. Oh doch, der ist tatsächlich on time. Wir sind pünktlich angekommen um 45. Beziehungsweise Abfahrt wäre um 45. Gut, das wäre nämlich jetzt. Das schaffen wir natürlich nicht. Zum Wechseln brauchen wir dann natürlich ein bisschen mehr. Was aber cool ist übrigens auch,
Hier die Türen, die gehen auf, wenn man näher rankommt. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja. Also hier würde ich echt gerne Urlaub machen, muss ich sagen. Ticketmaschinen. Jawohl. Dann würde ich sagen, mit diesem Bild von unserer Class 484 bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich. Alles Gute, alles Liebe.